Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 15-Minuten-Workout, in dem wir unsere Muskeln gezielt trainieren und straffen. Dieses Video ist Teil meiner kostenlosen 28-Tage Let's Get Strong Challenge. Das Homeworkout-Programm für gezielten Muskelaufbau für zu Hause. Alle weiteren Informationen und den Link zum Trainingsplan findest du unten in der Videobeschreibung. Schnapp dir deine Kurzhanteln, schnapp dir deine Matte und ich würde sagen, let's go! In diesem Workout trainieren wir hauptsächlich mit Supersätzen. Ein Supersatz dauert insgesamt 45 Sekunden. In der ersten Hälfte trainieren wir die Haupt- und in der zweiten die gegenüberliegende Muskelgruppe. Das Workout ist in zwei Blöcke aufgeteilt und wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Grundübungen, um damit mit minimalem Zeitaufwand das meiste aus unserem Workout rauszuholen. Wir brauchen für dieses Workout Kurzhanteln. Ich würde dir empfehlen, zwei unterschiedlich schwere zu verwenden, um zwischendrin immer wieder wechseln zu können. Bereit? Dann lass uns direkt loslegen. Wir starten mit 1,5 Squats. Bei der Hälfte wechseln wir zu rumänischem Kreuzheben. Versuch dabei der Ausführung Zeit zu lassen und die gedanklich in deine Muskeln hineinzufühlen. Um komplette Spannung aufzubauen, spann deinen Bauch fest an. Noch 3, 2, 1 und wir wechseln direkt zu rumänischem Kreuzheben. Achte auf einen geraden Rücken und stell dir vor, dass deine Hüfte beim nach oben kommen die gesamte Arbeit übernimmt. Du darfst dabei die Spannung im Po, im Rücken und in der Oberschenkelrückseite spüren. Sehr gut. 10 Sekunden Pause, bis wir mit Liegestütz weitermachen. Für die einfachere Ausführung, leg beide Knie auf der Matte ab. Deine Ellbogen bleiben dabei nah am Körper und dein Körper in einer geraden Linie. Spann deinen Bauch und deinen Po fest an. Bei der Hälfte wechseln wir zu Superman. Und wir wechseln zu Superman. Wenn du mehr willst, dann nimm da in beide Hände dein leichteres Gewicht. Ach dabei aber unbedingt auf die Technik und darauf, dass du die Spannung im Rücken spürst. Und absetzen. Komm direkt von der Matte hoch. Nimm da beide Gewichte und komm für unsere Ausfallschritte mit deinem rechten Fuß nach vorne. In der ersten Hälfte bleiben wir hier und wechseln erst nach der Hälfte zum anderen Bein. Versuch die aktiv aus deiner Ferse hochzudrücken und die Spannung im Oberschenkel und im Po zu spüren. Und wir wechseln die Seite. Achte auf eine gerade Haltung, zieh deine Schulterblätter nach hinten unten und halt deinen Bauch auf Spannung. Sehr gut, durchatmen. 10 Sekunden Pause, bis wir mit vorgebeugtem Rudern und Schulterdrücken weitermachen. Acht beim Rudern darauf, dass dein Oberkörper parallel zum Boden bleibt und du Spannung im Bauch aufbaust. Du darfst es im Rücken spüren. Wish I could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city, wasting time. Oh God, I wish you knew. Und wir wechseln in 3, 2, 1, jetzt zu Schulterdrücken. Acht dabei darauf, deine Ellbogen vor deinem Körper zu halten und die Bewegung langsam und ohne Schwung auszuführen. Und Pause.
Komm direkt in Rückenlage auf die Matte. Wir trainieren im ersten Durchgang unseren Po und wechseln bei der Hälfte zu Roll-Ups, eine Übung für den geraden Bauchmuskel. Und wir wechseln zu Roll-Ups. Halte deine Arme dabei gestreckt und stell deine Füße auf. Zieh die aus der Kraft deiner Bauchmuskeln nach oben. Sehr gut. Und lösen. Für die nächste Übung brauchen wir wieder beide Kurzhanteln. Los geht's mit Squat Pulses. Versuch, wenn du kannst, mit deinem Po über 90 Grad zu kommen und verlagere dein Gewicht nach hinten. Damit nehmen wir Spannung aus den Oberschenkeln und führen sie direkt in den Gesäßmuskel. Und wir wechseln jetzt zu den Sumo Squats. Komm in einen breiten Stand, rotier beide Füße nach außen und komm in die tiefe Kniebeuge. Acht dabei darauf, dass beide Knie durchgehend in Richtung außen zeigen. Spüren darfst du es im Po und in der Oberschenkelinnenseite. Und lösen. Gut gemacht. Mit der nächsten Übung, Seitheben, trainieren wir unsere Schulter. Dafür kannst du dir gerne das leichtere Gewicht nehmen. Schulterbreiter Stand. Knie sind minimal gebeugt. Dein Oberkörper leicht nach vorne und dein Rücken gerade. Arbeit auf gar keinen Fall im Schwung, sondern denk immer daran, dass du das Gewicht kontrollierst. Nicht das Gewicht dir. Die letzten 10 Sekunden. Komm schon, bleib dran. Sehr gut, durchatmen. Wir sind bei der letzten Übung in diesem Durchgang. Danach gibt es eine 20-sekündige Pause. Komm aber vorher für unseren Plank auf deine Unterarme. Dein Po ist fest, dein Bauch angespannt und dein Rücken gerade. Versuch nicht ins Hohlkreuz zu fallen und dir vor Augen zu führen, dass wir mit dieser Übung schon bei der Hälfte unseres gesamten Workouts angekommen sind. Die letzten 15 Sekunden, aber wenn es brennt, bleib dran, halte durch, mit mir gemeinsam, du schaffst es. Sehr gut. 20 Sekunden verdiente Pause, bis wir mit dem zweiten Durchgang weitermachen. Weiter geht's mit 1,5 Squats und bei der Hälfte wechseln wir wieder zu rumänischem Kreuzheben. Nur 3, 2, 1 und wir wechseln. Sehr gut. Achte auf einen geraden Rücken und spüre die Spannung im Po und in der Oberschenkelrückseite. Und lösen. Sehr gut. Komm direkt auf die Matte. Wir machen weiter mit Liegestütz und Superman. Halt deinen Körper bei den Liegestütz in einer geraden Linie und deine Ellbogen so nah wie möglich am Körper.
Für die einfachere Ausführung leg deine Knie auf der Matte ab. Leg ab, wir wechseln direkt zum Superman. Wenn du wieder mehr willst, dann nimm da in beide Hände dein leichteres Gewicht. Wichtig ist, dass du die Spannung im Rücken spürst. Und Pause. Nimm da für unseren nächsten Supersatz das leichtere Gewicht. Butterfly Reverse ist eine mega Übung für die obere Schulter- und Rückmuskulatur und deshalb auch ideal gegen einen Rundrücken. Bei der Hälfte wechseln wir wieder zu den Liegestütz. Und noch 3, 2, 1, komm auf die Matte und leg entweder deine Knie ab oder, wenn du noch Kraft übrig hast, streck deine Beine durch und denk bei beiden Varianten an die Spannung im Bauch, die letzten 10 Sekunden. Und lösen. Atme kurz durch, nimm da eine der schweren Gewichte und komm in Rückenlage. Wir starten wieder mit Hip Thrusts und wechseln bei der Hälfte zu Hip Thrusts Pulses. Drück die Austern den Fersen hoch und spür die Spannung im Po. Und wir wechseln jetzt zu kleinen pulsierenden Bewegungen. Spür die Spannung und spann zusätzlich, um deinen unteren Rücken zu entlasten, deinen Bauch fest an. Halte, halte, halte. Wir haben nur 2, 1 und Pause. Schnapp da wieder beide Gewichte und komm fürs Schulterdrücken in einen schulterbreiten Stand. Ellbogen bleiben wieder vor deinem Körper und dein Bauch ist fest und auf Spannung. Bei der Hälfte wechseln wir zu vorgebeugten Rudern. Und wir wechseln direkt zu vorgebeugten Rudern. Stell dir vor, dass deine Ellbogen in Richtung Decke ziehen. Wenn du mehr willst, dann halt am obersten Punkt für noch bessere Spannung im Rücken. Und durchatmen. Wir haben mit dieser Kombi nur 3 Übungen vor uns. Leg beide Gewichte zur Seite und komm in den Wall Sit, um das letzte Mal unsere Oberschenkelvorderseite gezielt zu trainieren. Acht dabei darauf, dass du im rechten Winkel bleibst und halte, halte, halte. Nur 3, 2, 1 und wir wechseln direkt zu rumänischem Kreuzheben, um nochmal die Oberschenkelrückseite und das letzte Mal auch unseren Po zu trainieren. Sehr gut und absetzen. Für unsere nächste Übung Front- und Seitheben nimm da wieder das leichtere Gewicht. Je weniger du dabei im Schwung arbeitest, desto besser die Kontraktion in der gesamten Schultermuskulatur. Spann deinen Bauch zusätzlich an, um wirklich komplette Stabilität aufzubauen. Baby.
Die letzten 10 Sekunden. Komm schon, halte durch. Wir haben es gleich geschafft. Meine Lieben, wir sind bei der letzten Übung und beenden dieses Workout mit dem Unterarmstütz. Und bei der Hälfte wechseln wir, um nochmal volle Power geben zu können zu den Kommandos. Spann da den ganzen Körper an und gib mit mir gemeinsam nochmal alles. Und wir wechseln jetzt zu deinen Kommandos. Halt deinen Rumpf gerade und hol nochmal alles raus. Es ist die letzte Übung für dieses Workout. Und die letzten 4, 3, 2, 1 und absetzen. Gratuliere. Gut gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Wenn es dir Spaß gemacht hat, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, um keines meiner Workouts oder meiner kostenlosen Homeworkout-Programme mehr zu verpassen. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Workouts wiedersehen.